Am 3. Dezember wurde Comedian Mirko Nonchev tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Der plötzliche Tod schockierte seine Familie, seine KollegInnen und seine Fans. Kurz vor seinem Tod stand der 52-Jährige noch für die dritte Staffel der Amazon Prime Show LOL Last One Laughing vor der Kamera. Bereits in Staffel 1 der Show, in der sich die Stars gegenseitig zum Lachen bringen müssen, war Mirko Nonchev dabei. In der dritten Staffel wird nun sein Andenken geehrt. Ab dem 14. April sind die Folgen bei dem Streaming-Anbieter verfügbar. Bei der Premiere wurden bereits die ersten beiden Folgen von LOL gezeigt. Achtung, es folgen Spoiler. Direkt zu Beginn ist es Mirko Nonchev, der seine KollegInnen versucht zum Lachen zu bringen und selbst keine Miene zu verziehen. Doch der 52-Jährige selbst kann sich nicht mehr zurückhalten und bricht in schallendes Gelächter aus. Wie die Bild berichtet, ist es Mirko Nonchev, der als erster die Show verlässt, nachdem er über einen Witz von Axel Stein und Christoph Maria Herbst lacht. Als er den Raum verlässt, erklärt er: „Ich hatte noch so gute Sachen."